Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute nochmal die VR-Optiklinsen vorstellen. Beim letzten Mal gab es ja ein Oculus Rift Video. Diesmal möchte ich aber dazu ein HTC Vive Video machen. Auch wieder mit Unboxing, Montage und einem kleinen Fazit am Ende. Und ja, das wollte ich jetzt heute auch nochmal für die Vive machen. Ich hoffe, euch hat das Rift Video damals gefallen oder letztens. Und ja, ich kann die Rift Linsen uneingeschränkt empfehlen. Also ich bin sowas von begeistert von den Dingern. Besonders mit dem Aspekt, weil ich habe mit keiner Brille, ich habe drei normale Brillen ausprobiert und ich habe mit keiner Brille echt so gut in der VR-Brille gucken können wie mit den Linsen. Und das zeigt mir eigentlich, dass die Gläser von so einer hohen Qualität sind, die Brillen nicht haben. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Vielleicht kann der Entwickler, VR-Optiker dazu was sagen, gerne unter die Kommentare. Würde mich auch interessieren, weil ich kann da immer nur mutmaßen. Ich bin ja eher Laie, was das angeht. Ich kann nur meinen Eindruck schildern, dass es ja, mit keiner Brille so gut war wie mit den Einsätzen. Und ja, die waren auch nicht günstig und das wundert mich dann schon. Aber das war ja auch nicht das einzige Problem. Das zusätzliche Problem war ja, dass die echt viel zu eng saß, weil die zu breit ist für die VR-Headsets. Ja, das dazu. Beim letzten Mal, als ich das Rift-Video gedreht habe, gab es die Samsung Odyssey Einsätze noch nicht, die sind jetzt verfügbar. Also Leute, die Odyssey Plus oder die Odyssey geordert haben, guckt euch die Linsen mal an, ist mit Sicherheit für euch auch interessant. Und auch für die Leute, die, sage ich mal, nur ihre normalen Linsen schützen wollen, ihr könnt die auch ohne Sehstärke bestellen. Ihr könnt euch dann auch Blue Protect reinmachen lassen, das habe ich jetzt bei den Vive Linsen auch drin und ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. So, ich habe jetzt die Vive Sehstärke Linseneinsätze bekommen und ja, die sind auch wieder für die Vive und die Vive Pro. Habe ich beim letzten Mal ja auch schon mal erwähnt. Ich habe das Zeiss Blue Protect und dann gehen wir mal ganz kurz auf die Zeiss Seite. Die Displays heutzutage, die strahlen alle einen relativ hohen Anteil Blaulicht aus und das kann für die Augen schädlich sein, aber auch für den Schlafrhythmus des Körpers. Deshalb sollte man ja auch nicht, sag ich mal, mit dem Handy vorm Schlafen gehen irgendwie lange da schauen. Da gibt es auch bei meinem zum Beispiel, kann ich so ein Blue Protect auch einschalten. Dann ändert die Farbe komplett vom Display. Sieht dann auch nicht mehr so schön aus, aber vorm Bett gehen ist es dann natürlich besser. Weil wenn der Schlafrhythmus gestört wird, ist es echt blöd. Man kann dann eventuell schwieriger einschlafen. Gibt Leute, die da sehr empfindlich drauf sind. Und hier steht zum Beispiel auch, dass hier Augenkrankheiten verursachen kann und so weiter. Und da sieht man, dass der Blaulichtanteil halt minimiert wird. Und ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Man sieht jetzt bei den Gläsern, die dieses haben, also auch bei, das gibt es auch für Brillengläser, diese haben so einen leichten Blauschimmer und optimal wäre es halt, wenn das Auge geschützt wird, aber auch die Farbe nicht verändert und da bin ich echt gespannt. Aber da sage ich dann am Ende vom Fazit noch was zu. Das war erstmal das. Beim letzten Mal habe ich euch auch nicht das Einbauvideo vom VR-Optiker gezeigt. Das gucken wir uns jetzt mal kurz zusammen an. Und um mal so ein bisschen zu sehen, wie es funktioniert. Beim letzten Mal habe ich einfach die Rift genommen und habe einfach drauf losgewerkelt. Aber war auch halt nicht schwierig und das wird jetzt auch nicht schwierig sein. Aber gucken wir uns das einfach mal an. Zieh mal kurz meine Kopfhörer an und ja, dann los geht's. Lege zuerst deine Sehstärke-Einsätze bereit. Dieser abstehende Bereich zeigt in Richtung Nase. Damit kannst du einfach den linken und rechten Adapter voneinander unterscheiden. Für die Installation finde und halte die Linsenabstandstaste am Headset und ziehe das Visier raus. Okay, das haben wir nicht bei der Vive. Nur bei der Pro. Zum Einsetzen der Adapter ist es am einfachsten, zuerst den Nasenbereich auszurichten und dann den Rest aufzufädeln. Okay. Wiederhole den Prozess für den zweiten Adapter. Also zuerst Nasenbereich ausrichten und dann den Rest auffädeln. Sieht sah da sehr leicht aus. Überprüfe, dass beide Adapter korrekt sitzen und halte die Linsenabstandstaste erneut und drücke das Visier wieder zurück. Vergiss nicht, deinen Pupillenabstand korrekt einzustellen. Okay, Pupillenabstand ist natürlich immer wichtig. Ja, das war das. Also sahen wir jetzt nicht so schwer aus und ich bin gespannt, wie uns das dann gelingen wird. Dann gehen wir erstmal zum Unboxing-Tisch und wir sehen uns gleich nochmal. So Leute, da sind wir auch schon und als erstes nicht wundern, ich habe den Autofokus gerade bewusst eingestellt, damit ich auch mal ein paar Sachen so von nahen zeigen kann und der dann automatisch fokussiert.
Ich hoffe mal, das klappt auch so soweit ganz gut. Ich finde es ein bisschen besser, wenn ich mal mit den Linsen nachher auch so ein bisschen näher rangehen kann und der dann automatisch fokussiert. Das als allererstes Mal. Ja, bei der Vive habe ich jetzt alles demontiert, also es geht ganz einfach. Man hat ja hier die Halterung vom Kopfband, die dreht man einfach so nach unten und kann dann quasi schon die Halterung entfernen oder abziehen. Das Ganze natürlich ein bisschen vorsichtig, weil es alles nur Kunststoff, dass man da nichts abreißt, aber man merkt den Punkt eigentlich relativ gut, wo das dann los ist und wo es noch so ein bisschen hakelt. Also da ein bisschen vorsichtig ran und nicht direkt ranreißen, weil sonst beschädigt man natürlich das Headset. Und ich glaube, sowas kann man dann nicht mehr so leicht reparieren. Ja, ich habe alles demontiert, weil ich habe das Audio Deluxe Strap bestellt und das wird die Tage auch noch montiert. Und ja, da gibt es dann ein separates Video zu. Aber heute wollen wir ja die Linsen hier montieren und ich will euch die nochmal zeigen vom VR Optiker. Und hier ist das Paket wieder, das kennt ihr ja schon vom Rift Video. Und da bin ich echt gespannt, wie das dann bei der Vive ist, besonders weil wir ja dieses Blue Protection jetzt dabei haben. Wie da die Unterschiede sind, bin ich ein bisschen gespannt. Ja, das lag auch noch dabei, das führt uns auf die YouTube-Seite vom, ja, vom VR-Optiker. Da wird dann alles nochmal erklärt, wie es montiert wird für die Rift und für die Vive und Vive Pro. Das brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich habe mir das Video ja schon angeguckt mit euch eben. Von daher wissen wir ja, wie es schon funktioniert. Ja, dann gehen wir auch mal direkt ran, dann drehen wir das mal so. Ich hoffe, das kann ich jetzt diesmal ein bisschen besser zeigen als beim Rift-Video, weil jetzt das Kopfband halt nicht mehr dran ist. So, jetzt machen wir aber erstmal auch mal kurz die Vive so ein bisschen weg. So. Ja, wie gesagt, die Kamera fokussiert natürlich ein bisschen. So, hier wieder dieses Reinigungstuch dabei. Das ist, glaube ich, auch die alte Internetseite oder Internetadresse, wo die auch VR-Optiker und VR-Optiken.de und .com, glaube ich, umgezogen. So, das tun wir erstmal weg. So, jetzt haben wir hier wieder hier VR-Optiker.de-Team mit einem Smiley links. Viele Grüße aus Bayern und rechts. Viele Grüße zurück. Und danke für diese tollen Linsen. So, das Packen tun wir auch mal weg. Stört ja nur. So. Dann packen wir uns mal die linke Seite hier. Nehmen wir das Ganze mal ein bisschen genauer unter die Lupe. Hier steht jetzt noch keine Beschriftung drauf, also was links, was rechts ist. Und ich habe die Info, dass es bald aber geändert wird, weil die Kunden sich gewünscht haben, dass halt hier dann irgendwo auf den Seiten irgendwie links und rechts steht, dass man das nicht vertauschen kann. Ja, gucken wir uns mal an. Also ich sehe jetzt schon ein leichtes blaues Schimmern. Ich hoffe, ich kann es mal einfangen für euch. Da sieht man so ein bisschen blau-violett schimmern. Ich denke mal, das ist dieses Blue Protection, was dann auch wirklich das blaue Licht rausfiltert. So, dann haben wir hier, ich muss mal gucken, die mal ein bisschen zur Seite, dann hat man so ein bisschen besseren Blick. Ja, hier sieht man, das ist der Nasenbereich, der wird hier nachher eingehakt. Als allererstes und dann wird hier einfach nur auf die Seite geklickt. Ich hoffe mal, das ist genauso einfach wie bei der Rift, aber denke ich mal schon. Sieht auch wieder wertig aus, das Brillenglas ist auch nicht zu dick. Und das bei meinen 4 Dioptrien oder minus 4 eher gesagt. So, können wir uns eigentlich mal direkt hier schnappen. Versuche ich mal für euch ein bisschen besser sichtbar zu machen. Ich hacke jetzt hier unten mal ein. Ja. Ja, man hat in der Rift ein bisschen mehr Platz. Aber ich habe es jetzt hier am Nasenpunkt eingehakt. So. Und schon ist er drauf. Sitzt auch perfekt. Erstmal die Hand runterhalten. Also sitzt Bombe. Echt, echt klasse. So, packen wir uns die rechte Seite. Ich bin echt gespannt, wie das dann so drunter unter der Brille dann aussieht. Versuche das jetzt mal ein bisschen besser zu zeigen. Ein bisschen blöd, aber
Ja, ist echt schwierig, das für euch dann einzufangen, aber ihr seht, ich versuche das jetzt hier erstmal einzuhacken an der Nasenseite. Dann bleibe ich so ein bisschen am Schaumstoff hängen. Wenn man den Punkt dann aber hat, wenn man am Schaumstoff vorbei ist, dann rastet der hier relativ schnell ein an der Nasenseite. Und dann brauche ich einfach nur noch hier zu drücken und schon ist er drauf. Also echt. Machen wir nochmal einen Umdrehtest, alles fest, top. Montiert und bereit zum Testen, sag ich mal. Ich freue mich echt darauf, auch unter der Vive endlich ohne Brille zu zocken, weil ich habe unter der Vive ein bisschen weniger Platz als unter der Rift. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass meine Brille ständig die Linsen berührte und ja, da auch wieder leichte, feine Kratzer schon waren, obwohl die schon relativ neu ist, die Vive. Und das hat mich jetzt auch tierisch gestört, deshalb habe ich die auch erstmal überhaupt nicht mehr benutzt. Ja, einmal wegen den tollen Controllern von der Vive natürlich. Das schreckt mich noch so ein bisschen ab, die Vive öfters zu benutzen. Aber ich will es in der Zukunft jetzt mit dem Audio Deluxe Strap und so weiter, möchte ich das Ganze jetzt auch mal öfters probieren und testen. Besonders das Tracking, wie sich das Ganze so verhält. Und ja, Leute, das war es erstmal mit der Montage. Ich hoffe, ich konnte euch das ganz gut erklären und zeigen. Natürlich ist es immer schwer, das zu montieren und euch dann gleichzeitig noch zu zeigen, weil man hat die Hand ja immer so ein bisschen dazwischen, aber gut. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal zum Fazit. Ja, Leute, kommen wir zum Fazit und ja, genauso wie bei den Rift-Linsen kann ich die Vive-Linsen auch nur empfehlen. Also wahrscheinlich zählt das für alle VR-Optiker-Einsätze, also die sind einfach top. Die Qualität ist super und ja, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber ich kann mit der Brille nicht so gut gucken wie mit den Einsätzen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber würde es gerne erfahren. Aber ich denke auch mal, dass das nicht nur einfach normale Brillengläser auf Passung gemacht sind, sondern dass da schon ein bisschen Know-how hintersteckt, dass es ein bisschen für VR auch angepasst ist. Wenn es anders sein sollte, bitte unter die Kommentare schreiben, würde mich echt interessieren und wahrscheinlich die anderen Leute auch. Ja, was kann ich sagen? Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde, anderthalb in der Vive verbracht und ich habe sehr stark auf Farbveränderungen geachtet, weil ich die Blue Protect Linsen hatte und ich kann nur sagen, ich habe nichts Negatives festgestellt. Die Farben waren genauso farbenfroh, als ob ich keine Linsen hätte. Also ich kenne das jetzt nur von meinem Handy. Es gibt ja da diesen Augenschonmodus und ja, wenn ich den einschalte, nimmt das Display wahrscheinlich das Blaulicht raus. Also da wird die Farbkurve wahrscheinlich sehr stark verändert. Und ja, dann habe ich ein sehr stark gelbstichiges Display. Und ja, das ist halt da überhaupt nicht der Fall. Also die Farben sehen genauso klar aus wie ohne Einsätze oder ohne Blue Protect. Und das ist erstmal positiv. Zweite positive Sache ist halt, wir schonen unsere Augen. Wir haben ja auf der Zeiss-Seite gesehen, dass dadurch natürlich Augenkrankheiten ausgelöst werden können. Der Schlafrhythmus kann gestört werden und ja, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich kurz vorm Schlafen gehen noch mal eine Stunde irgendwie in der VR-Brille sitze und das dann den Schlafrhythmus so ein bisschen stört, kann es natürlich auch scheiße sein, wenn man im Bett liegt und nicht einschlafen kann. Ich glaube, da wird irgendwas vom Gehirn ausgeschüttet durch dieses Blaulicht und ja, man kann nicht einschlafen, weil irgendwie die Wachhaltehormone ausgeschüttet werden. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Müll labe, aber ich glaube, das ist so. Und ja, den Vorteil haben wir dann natürlich. Ich habe es jetzt natürlich nicht festgestellt, weil ich habe nur eine Stunde, anderthalb gespielt. Es gibt natürlich Leute, die verbringen 5 Stunden in so einem Headset. Also das habe ich auch noch nicht geschafft. Ist mir echt zu viel. Also maximale war, glaube ich, mal 2,5 Stunden. Dann war bei mir aber auch vorbei. Aber für die Leute ist es mit Sicherheit auch interessant, seine Augen zu schützen, weil wir haben nur dieses Paar. Und ja, wenn man es schützen kann, warum sollte man das nicht machen? Und wie gesagt, mir war halt wichtig, dass es keine Farbveränderungen gibt und das habe ich nicht festgestellt. Das wäre echt blöd gewesen. Das wäre ein riesen Minuspunkt für dieses Blue Protect gewesen. Aber wie gesagt, das ist nicht der Fall. Und also ich kann die Vive-Linsen mit Blue Protect auch uneingeschränkt empfehlen. Einfach top. Und alle Leute, die eine Sehstärkehilfe benötigen, schaut euch die Seite an, schaut euch die Linsen an. Und ich denke, wenn ihr euch diese Dinge auch ordert, ihr werdet mit Sicherheit nicht
unzufrieden sein, ihr werdet mega zufrieden sein. Und es ist so ein tolles Gefühl, wenn man diese Brille nicht unbedingt braucht. Man zieht das Ding an und ist fertig. Also wie schon im letzten Video, einfach top, top Linsen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Das Montagevideo, Fazit und so weiter. Wenn ihr Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge, da bin ich auch immer offen für, einfach unter die Kommentare schreiben. Und ja, ich versuche einfach jedes Kommentar immer jederzeit zu beantworten und so schnell wie möglich natürlich auch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, habt Like raus und ein Abo wäre natürlich nice. Ansonsten sage ich schönen Abend noch und bis dann. Ciao.